So, herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2015. Wir sind mittlerweile im vierten Rennen. Bahrain steht jetzt auf der Landkarte. Wir führen mit 75 Punkten. Alle drei Rennen haben wir grandios gewonnen. Unser Teamkollege Lewis Hamilton liegt momentan nur auf Rang 8. Er hat im letzten Rennen in China leider nicht einmal einen Punkt geholt. Ist letzter geworden. Ja. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier den Schwierigkeitsgrad ja nochmal erhöhen. Auf Mittel würde ich jetzt erstmal sagen. Autoschaden ist aus. Reduziert komplett. Ich würde sagen, reduziert machen wir mal Autoschaden an. Damit das hier mal ein bisschen schwieriger wird, weil bisher war es alles ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Wie gesagt, die ersten drei Rennen einfach mal komplett gewonnen, ohne Probleme. Das war ein bisschen zu einfach. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schwieriger. Aber jetzt hören wir uns erstmal die Einführung an. Willkommen in der Wüste von Bahrain, wo aktuell der Formel 1 Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Das Nachtrennen in dieser Woche wird für einige Fahrer sicherlich eine Herausforderung. Nicht jeder ist schon mal unter Flutlicht ein Rennen gefahren, aber sie werden sich den Bedingungen sehr schnell anpassen können. Zumindest werden sie sich bereits akklimatisiert und ihren normalen Wochenendrhythmus für ein nächtliches Rennen angepasst haben. Ich bin gespannt zu sehen, wer am schnellsten unter diesen Bedingungen Druck aufbaut. Man muss sich immer noch etwas daran gewöhnen, dass Sebastian Vettel in dieser Saison das Rot von Ferrari trägt. Er ist es gewohnt, an die Box von Red Bull zu fahren. Heute muss er darauf achten, dass er nicht bei seinem alten Team einen Boxenstopp einlegt, so wie wir das schon einmal bei anderen Fahrern erlebt haben. Naja, mit dieses Gelabere von den beiden Kommentatoren kann man ja sagen, was man will. Also ich sag dazu mal gar nichts. Wir fahren einfach mal raus, würde ich sagen, jetzt im freien Training. Wie gesagt, gefahren bin ich bisher in Bahrain auch noch gar nicht. Jetzt alle Strecken, die jetzt noch kommen, kenne ich so gut wie kaum. Das heißt, das wird schon mal da ein bisschen schwieriger werden für mich, da mich erstmal in die Strecke hineinzufinden und dann mal gucken, wo wir dann am Ende landen. Im Training geht es ja hauptsächlich auch für mich nur darum, erstmal die Strecke kennenzulernen, wo die Bremspunkte sind und allgemein. Problem ist jetzt, dass wir jetzt direkt hinter Jos Verstappen, ne? Jos Verstappen war der Vater, ne? Keine Ahnung, wie Verstappen mit Vornamen heißt hier. Auf jeden Fall Verstappen sind wir schon mal vorbei, ja, schon mal gut. Das heißt, da haben wir schon mal ein Problem, hoffentlich weniger jetzt auf dem Radar. Okay, ich sehe schon. Okay, Verstappen steht jetzt zusammen hinter, das ist natürlich auch blöd, weil ich kenne die Strecken nicht so gut. Das könnte ein bisschen schwieriger werden jetzt. Der wird Verstappen jetzt wahrscheinlich immer vorbeifahren. Ja, sieht aus. Okay. Konzentration. Schauen wir mal, ob ich hier das Ganze ein bisschen vor wieder packen kann. Okay, das ist Verstappen jetzt. Auf eine freie Strecke fahren. Allerdings habe ich auch keinen Bock, dass er mich jetzt von hinten abschießt irgendwie. Weil er der Meinung ist, irgendwie er muss mich überholen oder so und dann ins Auto reinkracht, das wäre jetzt natürlich auch nicht so. Mal schauen, was das hier wird. Wenn sie erst die Zeit setzen, das ist schon mal ganz gut, dann kann man schon mal sehen, wo man ungefähr landen wird. Vielleicht auch ein Volli von dann. Sergio Perez, der Bordpilot, der auch gerne Unfälle verursacht. Mal gucken, ob er an dem jetzt auch schnell vorbeikommen wird. Ich habe keinen Bock,
Okay, jetzt hinter irgendjemanden festzusetzen, um ehrlich zu sein. Ich möchte schon gerne eine freie Strecke haben, die ich fahren kann, damit ich dann möglichst die Strecke auch gut kennenlernen kann. Und nach Möglichkeit natürlich auch eine gute Zeit setzen kann. Hinter uns, Verstappen hinter uns gelassen, das sieht schon mal sehr gut aus, obwohl jetzt diese beiden Fahrer jetzt auch jetzt nicht unbedingt unser Metier sind, das heißt, die müssten wir so eigentlich von der Leistung hier hinter uns lassen, weil wir ein Mercedes fahren. Der Mercedes deutlich besser als bleiben. Sehr gut. Wir haben die Wetter, die ich bisher in oh, ich glaube, ich bin schon bisher hatte ich immer Glück gehabt in den Rennen, außer in Malaysia. Da hat es erst am Ende des letzten Runde so angefangen, ein bisschen zu nieseln. Da wurde die Strecke ein bisschen rutschig. Aber dadurch, dass wir schon einen großen Vorsprung auf Platz 2 rausgefahren hatten, war das alles kein Problem. Nächstes kommt Carlos Sainz Junior, den wir als nächstes überholen müssten. Damit wir gleich wieder freie Fahrt haben. Okay. Gucken wir mal, ob wir Carlos Sainz Junior haben. Ja, die Box gibt uns wieder eine Menge Information über die Strecke und über unser Auto. Sainz hat mich, glaube ich, berührt gerade. Der Kollege, er hätte mal ein bisschen Platz machen sollen. Schließlich fährt er in den langsamen Wagen. Und ich sehe das nicht ein, dass jemand, der ein langsames Auto fährt, hier der Meinung ist, er müsste irgendwie hier mit uns racen. Das geht natürlich so nicht. Er soll gefälligst Platz machen, wie im Rennen auch. Wenn ihm die blaue Flagge gezeigt wird, dann soll er aus dem Weg gehen, Platz machen, uns vorbeilassen und gut ist. Und uns hier nicht unnötig im Weg rumstehen. Das brauchen wir mal gar nicht hier. Wir wollen hier nicht. Wir wollen hier eine gute Rennzeit hinlegen. Und das geht nicht, wenn hier so ein Carlos Sainz Junior, der gerade mal seine erste Formel 1 Saison hier fährt, Weg steht. Wir sind Nico Rosberg, wir haben schon viel Erfahrung und wir wollen hier auch die Meisterschaft holen. Dementsprechend hat ein Carlos Sainz da Platz zu machen und uns nicht im Weg zu stehen, hier auf dem Weg zur Meisterschaft. Und schließlich ist das hier das freie Training, wir wollen die Strecke kennenlernen, da brauchen wir keinen Carlos Sainz Junior, der uns da einfach mal hier im Weg rumsteht. Dementsprechend geht es jetzt hier schön weiter durch die Hose atmen. Und einfach unser Ding fahren. Okay, Box sagt, wir müssen jetzt demnächst mal an die Box, weil uns der Sprit unten ausgeht. Ich denke, eine Runde werden wir noch fahren können. Ich glaube, momentan sind wir noch als 1. Wir machen nur die schnellste Zeit auf dem Tacho, das ist gut. Theoretisch könnte man auch die Weichen mal schon nehmen. So. Das ist natürlich nicht. Achso, da ist sie ja. Okay. Ach hier, schau an, Herr McLaren, Alonso, der Kollege.
Der kann auch mal gleich mit seinem Honda hier die Bahn rollen. Eigentlich ist er nicht so mal als vier. Ich würde auch sagen, ne, das ist ein bisschen schade eigentlich. Also ich mag McLaren wirklich sehr gerne. Die bauen wirklich unfassbar gute Autos. Aber dass die sich mit Honda zusammengetan haben, das passt einfach nicht. Also McLaren Mercedes hat wirklich super gepasst, aber ganz ehrlich, Honda. Honda und McLaren, das passt einfach nicht. Wundert mich nicht, dass die diese Saison gegen Honda, die bauen auch sehr gute Autos, aber das ist schon echt ein altes Kaliber, muss man einfach so sagen. Eine großartige Erfahrung jetzt bringt das natürlich nicht viel von der Motorenleistung, die man schon ein bisschen herkommt. Bereit macht. Ich glaube, die waren gar nicht darauf vorbereitet, oder? Als wir reinkommen. Die sind sehr schnell gestratzt. Aber gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Wir können ja vielleicht nochmal die, wie gesagt, die Reifen wechseln auf die Weichen, würde ich sagen. Guck, wir haben eine Sekunde Vorsprung, 1,3 Sekunden auf hin. Das ist echt viel wieder. Wir müssen gucken, was im Qualifying rauskommt, weil wie gesagt, ich habe jetzt auf Mittel gestellt. Jetzt, ich weiß nicht, ob Mittel. Davor haben wir. Wir haben davor immer nur auf leicht gespielt und das war einfach zu einfach. Deswegen dachte ich mir, mache ich es mir jetzt auf Mittel. Vielleicht ist Mittel da ein bisschen. Ich weiß nicht, ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung, er gibt mir das iPad her. Bisschen schwieriger. Das gilt es jetzt natürlich herauszufinden, ob Mittel jetzt vielleicht nicht doch auch zu einfach ist noch. Vielleicht bin ich doch besser als ich dachte in dem Spiel hier. Ich hätte eher erwartet, dass es schwieriger wird. Aber wenn es jetzt vielleicht noch weiter so gehen würde, erstmal das Rennen abwarten. Wenn das Rennen wieder so wird, dass ich das Scheiße nochmal dominieren werde, dann werde ich es nochmal eine Stufe höher stellen. Weil dann habe ich mich einfach unterschätzt. Muss ich dazu sagen. Ich dachte wirklich, ich hätte mehr Schwierigkeiten spielen, aber momentan läuft es wirklich hervorragend. Und es ist gut. 75 Punkte nach. Wie gesagt, 75 Punkte, 3 Siege aus 3 Rennen, besser geht's nicht, aber es war halt auch ziemlich easy und jetzt gilt es halt herauszufinden, wie wir wie ich den Schwierigkeitsgrad jetzt für mich persönlich jetzt einstelle, damit das da halt nicht wieder so einfach wird, ne? Weil ich möchte natürlich auch racen, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, jedes Rennen hier zu dominieren und mit keine Ahnung wie viele Sekunden Vorsprung vom zweiten rauszufahren. Am Ende Weltmeister zu sein unter solchen Bedingungen, das macht natürlich keinen Spaß. Man möchte auch ein bisschen Konkurrenz haben, man möchte racen. Jetzt gerade hier Grosjean und Perez. Man möchte es nicht zu einfach haben, sage ich mal so. Jetzt endet hier auch schon darum, dass ich hier ein bisschen Konkurrenz habe. Das macht ja auch den Rennsport, sage ich mal, aus. Ich möchte hier nicht hier komplett dominieren. Junge Perez, Alter,
Piss dich, Moos, aus. Piss dich, Junge. Du kannst nicht fahren. Du baust ständig Unfälle jetzt. Verwickel mich bitte nicht in einen mit hinein. Ich habe gar keinen. So, Alonso, den packen wir uns jetzt auch gleich. Was sagen wir? Oh, wenn das nicht geil war. Da haben wir Alonso aber gerade richtig gezeigt, würde ich mal sagen. So muss es laufen. Momentan sind wir noch Erster. Sieht gut aus, würde ich sagen. Da vorne ist wieder Carlos Sainz. Dessen Vater ja Rallye-Weltmeister war. Damals auch so ein paar Rallye-Etappen gesehen, damals noch von seinem Vater, von Carlos Sainz. Weil ich damals immer ein bisschen mehr Rallye geguckt habe, das war so 90er, Anfang 2000er, als noch Colin McRae gefahren ist. Und dann schnellste Rennrunde hingelegt. Und da ist sein Vater auch noch gefahren, Carlos Sainz. Gegen Colin McRae und Tommy Mäkinen. Und da habe ich auch öfters mal Rallye geguckt. Das war schon ganz cool. Ich kann mich auch noch an eine Rallye, glaube ich, erinnern. Da war Carlos Sainz, glaube ich, schon fast Weltmeister und ist dann irgendwie in der letzten Rallye-Etappe, die es dann auf der Tour gab, ist dann, glaube ich, irgendwie ausgeschieden. Hat es dann nicht geschafft, mehr Weltmeister zu werden, weil sein Auto irgendwie gestreikt hat. Und da kann ich mich erinnern, dass er dann sein Helm abgenommen hat und dann die Scheibe seines Autos damit eingeschlagen hat. Das war ziemlich lustig, weil er halt frustriert war, dass er ausgeschieden ist und den Weltmeistertitel verloren hat und dann in der letzten Etappe und dann aus Wut hat er dann ja, sein Auto quasi zertrümmert mit seinem Fahrrad. Session sieht gut aus. Wahrscheinlich werden wir das Training als erster beenden. Die Frage ist, werden wir das auch im Qualifying so fortsetzen können? Ne? Aber ich denke schon, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das wäre der erste. Nico Rosberg war heute am schnellsten. Aber wie sagen die Fahrer immer, das war ja nur der Freitag und morgen im Qualifying wird er dieses Tempo bestätigen müssen. Doch, sieht gut aus, würde ich sagen. Ein bisschen schnell wieder, 1,4 Sekunden. Das heißt, dann können wir gleich das Qualifying beginnen. Und dann schauen wir mal, was im Qualifying so rauskommt. Hoffentlich die Pole. Willkommen zum Qualifying hier in Bahrain. 18 Uhr Ortszeit und die Sonne geht allmählich unter. Bevor die Autos auf die Strecke gebracht werden und das Qualifying beginnt, wer, glaubst du, wird heute eine gute Zeit hinlegen? Ich bin überzeugt, dass Vettel heute stark auftreten wird. Er liebt diese Strecke und solange sein Auto mitspielt, können wir erwarten, dass er ganz vorn um die Pole Position kämpfen wird. Alles klar, laut Experten wird Vettel in die Pole mitfahren. Da bin ich aber sowas von gespannt, ob das stimmt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Eher auf uns tippen oder auf Hamilton. Die Frage ist trotzdem, ob wir es überhaupt schaffen, hier eine gute Zeit hinzulegen. Das muss ich jetzt nicht zeigen, ob wir wirklich so gut unterwegs sind,
wie im Training. Wie gesagt, im Training sah das schon alles sehr gut aus, was wir da gemacht haben. Aber die Frage ist, was die Fahrer machen. Und dann natürlich Vettel, Hamilton in erster Linie, unser größter Konkurrent. Ob Hamilton da nicht doch wieder eine bessere Zeit hinlegen kann als wir. Kurve hier. Oh, ich glaube, diesmal hat sie relativ gut hinbekommen. Und es sieht so aus, als könnten wir die Pole holen. Würde ich behaupten. Hinter uns müsste Hamilton sein mit der aktuellen Polezeit. Und wie es aussieht, werden wir vor Hamilton landen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir die Pole sicher. Sieht so aus. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay. Ja, danke. Okay, das sieht gut aus. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Im Rennen morgen werden sie nicht zu stoppen sein, falls sie nach der ersten Kurve noch die beiden ersten Plätze belegen. Aber natürlich haben sie in der Formel 1 viele schnelle Starter im Rücken. Jo, Pole Position, 1,5 Sekunden. Ist doch wieder ein bisschen größerer Abstand, als ich dachte. Obwohl ich schon eine Schwierigkeit schon vorher gestellt habe. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir sehen uns im Rennen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Training und das Qualifying Spaß gemacht. Es war hoffentlich jetzt mal ein bisschen spannender als sonst, aber anscheinend nicht. Vielleicht muss ich doch nochmal eine Stufe höher schalten, dann Schwierigkeitsstufe. Ansonsten gucken wir erstmal, wie das Rennen wird auf dem Mittel jetzt und dann hoffe ich, ihr schaltet bald wieder ein. Viel Spaß und einen schönen Tag. Bis bald.